Ein Bremer in Hamburg. Was heißt denn das eigentlich genau? Ja, ihr könnt euch vorstellen, ich bin Bremer, born and raised, und hatte eigentlich nie richtig viel für Hamburg übrig. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Hamburger so ein bisschen großkotziger sind und wir Bremer sehr bescheiden und genügsam. Und wir mögen diese Schickimicki nicht so, was die Hamburger raushängen lassen. Jetzt ist es so, dass ich seit einigen Wochen hier in Hamburg arbeite. Ich bin eigentlich Lehrer und nehme gerade unbezahlten Urlaub und arbeite freiberuflich ein paar Stunden und Tage hier in Hamburg und fange so ganz langsam an, irgendwie diese Stadt zu schätzen zu wissen. Einfach weil es in Hamburg so viele wunderbare Möglichkeiten gibt. Ich sitze hier in der Innenstadt und man hat alles um sich herum, was man sich nur wünschen kann. Ja, gerade so ein Konsumkind wie ich, irgendwie von Apple über Hollister, über Tesla, du kriegst ja alles, was dein Herz begehrt. Genauso ist es mit dem Essen. Das kulinarische Niveau hier in Hamburg ist der absolute Wahnsinn. An jeder Ecke irgendwie ein geiles Restaurant. Und es beeindruckt mich schon sehr. Das heißt, ich fange so ganz langsam gerade an, irgendwie Hamburg so ein bisschen in mein Herz zu schließen. Falls ihr euch fragt, wo ich gerade sitze, das hier ist quasi mein Arbeitgeber. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem Büro, vereinfacher.de. Ihr seht es hier im Hintergrund, wenn ihr hierher guckt. Ich sitze also im Studio, was ich hier gerade aufbaue oder aufgebaut habe. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal runter und stelle euch meinen Chef vor und danach gucken wir uns mal ein bisschen Hamburg zumindest an. Und ja, kommt doch einfach mal mit, oder? Komm, wir gehen mal runter. Jetzt lernt ihr mal meinen Chef kennen, ihr kennt ihn ja vielleicht schon aus dem Podcast. Thomas, was Der machst du ist hier, alter Streber? du, ich bin am Arbeiten, wie sich das gehört. Wie willst du das denn erzählen? Ja, ihr seht schon, ihr Lieben, er hat natürlich das schönste Büro, ist ja klar. Kann man hier mal so ein bisschen zeigen, diverse Pokale abgeräumt, Tischkicker und so weiter, sehr schön. Thomas, wie mache ich mich, sag mal ehrlich, wie mache ich mich denn bisher so hier? Du machst dich ordentlich. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Du hast ja Kompetenzen, die wir nicht haben. Und insofern sind wir ganz happy, dass du uns hier ergänzt und bereicherst. Vor allem Fußball-Fan-Kompetenzen. Da bin ich natürlich viel weiter als ihr alle. Ne? Darüber möchte ich wirklich mit dir nicht sprechen, weil wer so grün-weiß angehaucht ist, ist natürlich hier in Hamburg ein ganz schwieriges Thema. Ja, ihr seht schon, ihr Lieben, ich werde hier ein bisschen gemobbt, ne, aufgrund meiner grün-weißen Unterwäsche. Ne, so ist das hier. Jetzt gucken wir mal eben aus deinem Fenster. Ja, mein Fenster oder meine Aussicht ist ehrlich gesagt eine Macht, weil ja, aber ich muss echt links sagen. Siehst du die Hauptkirche St. Katharinen, die Ja. war genau dort. Der St. Kran Katharinen. beeinträchtigt das schöne Bild natürlich, das Panorama. Den musst du dir Ich wegdenken. glaube, dass deine Aussicht noch ein. Also, meine oben ist ja ähnlich schön, aber Ja. deine ist noch ein kleines bisschen schöner, weil es so auf Augenhöhe ist, während ich immer runtergucken muss, ne? Gut, aber das bist du gewohnt. Das ist natürlich. Wenn du aber zur Rechten Ja, schaust, warte. Siehst du nicht nur noch einen Kran, ja. Geht das Das so? Ja. ist eine souveräne Kamera Ja, danke, Führung. danke. Noch einen Kran und vor allem natürlich die Ja, Elbphilharmonie. das habe ich ja alles schon von Und. oben gezeigt. Das ist ja, also Gott, das ist du ja hast ja, langweilig. du hast ja nichts Neues. Upsala, da mache ich alles Da kaputt. hast du Ich habe recht. gerade, guck mal, ich habe hier den Papierkorb umgeworfen, ne? Das gibt Wahnsinn. eine Abmahnung. Absolut. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, das ist der Nikolai-Fleet hier, ne? Ja. Du hast es schon, guck mal, wie ich mich informiert und weitergebildet habe, Das ne? ist ganz enorm, aber Nikolai-Fleet. das zeichnet dich eben Aber wieso aus. heißt das denn Nikolai-Fleet eigentlich? Oh, jetzt erwischst du mich echt auf dem kalten Fuß. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, weshalb die Ruine, die Kirchenruine an der ehemaligen Ost-West-Straße Nikolai-Kirche Ah, okay. Das ist ja auch ein Mahnmal, das ist ja keine Küche. Auf Google Maps steht, So sagen ist es. Nikolai ein Mahnmal Ja, aus dem Zweiten ein Weltkrieg. Mahnmal aus dem Zweiten Weltkrieg, Ja, genau. mal wieder was gelernt hier, ne? Absolut. Gut, Thomas, ich lasse dich mal weiterarbeiten. Ich weiß, du bist immer im Stress, immer was zu tun, tausend Akten und so weiter. Ich stelle sogar dein Papierkorb wieder auf und habe fast mit meinem Arsch was anderes runtergerissen. So, bitte weitermachen, Thomas. Und Das tue ich. Danke. ich würde sagen, nachher essen wir mal zusammen eine schnelle Nudel oder wie sieht Ah, das eine aus? schnelle Nudel geht immer. In jedem Von Falle. unserem Lieblingsitaliener. Ja. Okay, So dann bis ist es. nachher. Bis Ciao. später. Tschüss, mein Lieber.
Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, für einige Einkäufe zu machen. Meine Freundin macht es immer so, dass sie mir irgendwie jeden Tag eine Liste gibt von Sachen, die ich irgendwie mitbringen soll. Hier in Hamburg kriegt man ja auch alles, ist ja das Geile dran. Ich stehe übrigens gerade hier, was ich auch immer von oben filme, was auch meine Aussicht ist vom Büro aus. Es sieht sehr, sehr sweet aus hier unten. Ne? Das ist, hinter mir ist die Speicherstadt. Habt ihr bestimmt schon mal auf irgendwelchen tollen und coolen Fotos gesehen. So, das heißt, ich mache mich jetzt auf den Weg Richtung Apotheke, eine tolle Creme für Leo holen und gehe ein bisschen durch Hamburg spazieren. Und das Problem ist, ich kann die Kamera nicht mitnehmen, weil du wirst hier ständig blöd angemacht. Das ist, glaube ich, kein Hamburger Ding, das ist, glaube ich, ein deutsches Ding. Ne? Es sind alle irgendwie kameraempfindlich. Aber es ist halt nun mal so, das muss man auch respektieren. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, habt ihr ja gerade die Qualität, als ich beim Thomas war, die Videoqualität gesehen. Jetzt gerade filme ich auch mit der neuen Sony, wie heißt sie? ZV-1. Und das ist ja die neue Kamera angeblich für Content Creator von Sony. Ich hab die jetzt ganz, ganz, ganz günstig geschossen und mir einfach mal gegeben. Ich tendiere aber ehrlich gesagt dazu, die zurückzuschicken. Ich habe halt gedacht, für die Vlogs hier in Hamburg ist so eine Point-and-Shoot-Kamera eigentlich sehr, sehr gut. Aber die Qualität, die Videoqualität, ne? Ich habe jetzt wirklich alle Modi ausprobiert. Von dem internen automatischen Modus hier, das ist jetzt der M-Modus, wo du alles selbst einstellst. Die Qualität ist halt nicht geil. Also ich kann die Kamera echt nicht empfehlen, muss ich sagen. Ich stehe jetzt hier vor Tesla. Ihr wisst ja, dass ich mir ein Elektroauto kaufen wollte. Wir durften drinnen nicht filmen. Ich habe schon eine Mail geschrieben, nachgefragt. Von daher könnt ihr leider nicht mit reinkommen. Aber ich gehe mal rein, dann kann ich euch ein bisschen was erzählen, weil einige nachgefragt haben, was so ein Tesla im Leasing kosten würde, Modell 3. Das heißt, wir gehen jetzt rein, ohne die Kamera. Ja, ihr Lieben, also, wir durften da drinnen nicht filmen, habe ich gerade schon gesagt. Wir machen da auch leider keine Kompromisse, was das angeht. Ich will nicht sagen, ich habe die Pistole auf die Brust gesetzt, aber es war so, schon so, das Niedrigste, was du leasen kannst, sind 36 Monate. Und 36 Monate kosten eine monatliche Rate von 450 Euro bei einer Anzahlung von 6.000 Euro. Wenn ich jetzt sage, 6.000 Euro ist ja viel, das ist das, was man vom Staat jetzt bekommt, quasi wenn man sich ein Auto kauft. Das heißt also, die Anzahlung würde quasi wegfallen, das musst du nur auslegen. Und dann 3 Jahre lang 450 Euro im Monat und das wäre die Grundausstattung, ohne alles quasi. Das Modell 3, das kleine und so weiter. Ist echt viel Asche, ne? Da muss man echt mal sich Gedanken machen, wie man das macht. Wenn ich meine Firma verkaufe und so weiter, weiß ich noch nicht. Corona ist sehr viel attraktiver und ist halt nicht so ein Luxus-Hipster-Produkt wie so ein Tesla. Aber ist auch eine geile Karre, ne? Ist halt wirklich eine schwierige Entscheidung. Muss ich echt nochmal drüber schlafen. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier irgendwie in Hamburg und das Coole an Hamburg ist ja, und das ist für mich als Landei also ein bisschen Kulturschock, was es hier für verkehrstechnische Möglichkeiten gibt. Es gibt in Hamburg nicht nur U-Bahn und Busse und hast du nicht gesehen. Du kannst irgendwie auch E-Autos mieten, irgendwie To-Go, die man hier durch die Gegend fahren kann. Es gibt irgendwie so ein Fahrradsystem, wo du dir auch über eine App einfach kostenlos ein Fahrrad mieten kannst, für umsonst. Und dann haben sie diese coolen Roller hier, die pflastern quasi die ganze Stadt. Und das ist richtig cool, weil das läuft so, du hast da eine App für. Ich blende das mal eben ein und dann scannst du einfach den Code hier. So. Und dann wird das entsperrt. Seht ihr auch gerade, also ich blende es mal ein. Dauert jetzt leider nur ein halbes Jahr. Dann macht es Musik und dann kann ich damit fahren. Das ist gar nicht so billig. Was hatten wir letztes Mal gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, was der Preis ist. Ich glaube, keine Ahnung, pro Kilometer 20 Cent oder was war pro Minute 20 Cent? Ich weiß nicht mehr. Gleich, wenn wir fertig gefahren sind, werde ich einen Preis angezeigt bekommen. Das heißt, ich mache jetzt eben das mal eben ganz kurz aus und wir fahren einfach ein bisschen und keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten, dann gucken wir mal, was wir da so an Kosten gedenkt haben. So. Fühlt sich eigentlich cool an. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in die Sonne, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Schatten. Obwohl, da sind gerade Leute, aber vielleicht da. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier so ein bisschen durch die Gegend gedaddelt. Jetzt gucken wir mal, was wir da, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Gucken wir mal, was wir verbraucht haben dafür. Also allein das Freischalten kostet, glaube ich, schon 1,99 oder so. Wir gucken mal. Und die App sagt, wenn ich jetzt sage, sperren, Fahrt beenden,
So, jetzt das Ding wieder gesperrt. Mach ein Foto für den nächsten Parkplatz. Okay, scheiße. Wenn wir da hinstellen, stellen wir natürlich gleich woanders hin. So, machen wir nochmal ein Foto. So, wir haben jetzt 2,75 Euro verfahren. 5 Minuten durch die Gegend gefahren. Ist eine nette Sache, die Spaß macht. Und vor allen Dingen irgendwie so wie bei mir, wenn einfach mal irgendwie Bauarbeiten in der Stadt sind und die U-Bahn irgendwie gesperrt ist und du musst irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde überbrücken, so zwischen zwei Haltestellen oder so, ist das super. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Dinger durchaus in der Kritik stehen hier in Hamburg. Unter anderem, weil irgendwelche armen Studenten die nachts einsammeln und wieder aufladen müssen. Von daher ist das durchaus in der Kritik. Und irgendwas war auch, Lasi, was war nochmal mit der... Die Umweltbilanz ist nicht so gut. Umweltbilanz auch nicht gut. Aber das ist ja generell bei E-Autos so. Ne? Man denkt immer, E ist alles geil, aber ja, ist es halt leider nicht. Ihr Lieben, das war der erste kleine Vlog aus Hamburg City. Ihr Lieben, ihr werdet wahrscheinlich sagen, oh ja, da hast du heute noch nicht so viel gezeigt. Das stimmt. Das Problem ist, ich habe festgestellt, dass du hier super viele Sachen vororganisieren musst. Du kannst einfach in Hamburg nicht mit der Kamera rausgehen und in irgendein Geschäft und sagen, hier bin ich. Du wirst hier halt schon so ein bisschen angekackt. Das ist halt so eine deutsche Mentalität leider. Aber ich habe übers Wochenende super viele interessante Geschäfte, Institutionen, Personen angeschrieben. Und da kommt in den nächsten Wochen coole Sachen auf euch zu. Zum Beispiel irgendwie das Miniatur Wunderland. Habt ihr heute auch schon so ein bisschen gesehen, irgendwie als B-Roll im Hintergrund. Oder in zwei Wochen fahre ich einen Polestar, das ist der Tesla-Killer. Oder das Geile ist, ich habe auch sogar ein Tattoo-Studio, die sehr nett geantwortet haben. Ihr wisst ja, ich habe so ein hässliches Tribal hier. Das würde ich gerne reworken lassen. Also in den nächsten Wochen passiert viel in diesem Vlog. Und ja, also bleibt dran auf jeden Fall, auch wenn ihr jetzt vielleicht sagt, in der ersten Folge ist noch nicht so viel passiert. Krömer versucht, coole Sachen für euch zu organisieren. Und hier in Hamburg gibt es eigentlich eine Menge zu sehen. Wir müssen nur die richtigen Leute erwischen. In diesem Sinne, das war der erste Vlog hier aus Hamburg City. Guckt auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, ein Bremer in Hamburg mit einer Buddel voll rum. Ich bin euer Svenio, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.